So. Und ja, zu meinem, Lie also mein unbeliebtester Servant im Archer-Banner, glaube ich, haben wir schon gesagt, wäre Moriarty. Ganz weit unten, wie gesagt, gameplay-mäßig und so. Platz Nummer 2. Platz Nummer 4, Verzeihung, Platz Nummer 4, wir haben ja nur 5 Servant. Platz Nummer 4 wäre dann Jeanne. Wieso Jeanne? Ganz einfach. Ich roll nicht zum Anniversary, roll ich das Banner, wo sie nochmal drin ist. Ich meine, klar, zum Farmen wäre natürlich ein höheres MP-Level gut, aber ich habe ehrlich gesagt die Hoffnung, wenn, dass ich sie da bekomme. So, Platz 3 wäre Super Ryan. Wie gesagt, ich bin nicht davon überzeugt, dass man ihn auf höheren MP-Level haben muss. Aber nur gut, für den Fall der Fälle, dass der eine oder andere es noch nicht weiß. So. Level 100, also ich glaube, ein Level 100 Servant auf MP2, glaube ich, wäre jetzt gar nicht mal so schlimm. So. Wen haben wir da noch? Dann haben wir Platz 3. Squirtoria. Persönlich ist es auch ein Servant, den ich nicht unbedingt brauche, aber es wäre, weil ich halt Chloe hätte, aber ich würde mich sehr freuen, Chloe immer zu nutzen. Ich finde, sie ist immer noch einer der besten Single-Target-Servants im Spiel. Platz 2 wäre Gilgamesh. Mein Boy Gilgamesh, was soll ich sagen, Leute? Ich habe hier meine Gilgamesh-Figur. Ich glaube, ich habe die niemals... Habe ich sie jemals gepostet? Ich weiß gar nicht, aber ich habe hier meine Gilgamesh-Figur, die ganz schön teuer war. Und es ist eigentlich Gilcaster, aber egal. Ich habe sie und ich weiß nicht, ich reibe wieder meinen Gilgamesh. Nein, ich reibe meinen Enkel nur. Und Platz 1 wäre Ishtar. Wieso Ishtar? Ganz einfach, nicht nur Sympathie. Der Grund, wieso ich Ishtar sehr gerne hätte, wäre, ich hätte noch sehr gerne einen guten 50% Charger. Erish ist deswegen auch so weit oben. Und das hat jetzt wirklich weniger was damit zu tun, dass sie Windface ist. Mein letzter Punkt, wieso ich Moriarty nicht will, weil Moriarty die schlimmsten Materialien aller Servants in FGO hat. Und das, meine guten Freunde, das kann mir keiner sagen. Ich hätte, also mal abgesehen davon, dass mir 100 Dust fehlen, um ihn zu leveln, würde er komplett von allen Ressourcen, würde er bei mir alles zusammenfressen. Also wirklich alles. Wie gesagt, Squirtoria wäre super, weil Squirtoria könnte ich nicht auf Max Ascension bringen, aber ich glaube, ihren dritten Skill bekommt sie doch, also nicht auf Max Ascension, sondern auf der davor, ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Und ansonsten könnte ich sie direkt maxen. Jeanne Archer könnte ich auch direkt instant 10c10 machen. Ishtar genauso. Gil ist es schon. Und James Moriarty, Mann. So. Ich sage, er kriegt Ishtar. So. Samatoria und Moriarty. Mart, also es tut mir leid an den Rest vom Chat, aber ich entscheide mich für Mart. Und übrigens, wenn ein Forster kommt, dann bitte Tomoe-Gosen. Ich weiß nicht, ich finde sie sehr gameplay-mäßig gut. Aber Leute, schaut euch halt immer diese Mads an, Mann. 100, und ich habe genau 217 von diesen Flutes. Also dafür wird es reichen, aber Leute, 144 das. Und 53 Pages, Mann. So viel Lotteries kann es gar nicht geben, dass ich davon genügend habe. Naja, liebe Leute, dann glaube ich, Gil-Statue. Ah, ich habe mein Streamsalz. Wo ist mein Streamsalz? Da ist mein Streamsalz. Und dann, liebe Leute, ich will Gil, ich will Gil. So, liebe Leute, einen besten Summoning Chant bekommt ihr nicht von mir, Da meine ich noch ein bisschen die Beatbox. Oh, Trommelwirbel, genau. Oh, krieg ich alle ohne im Chat, liebe Leute. Das gute alte Streamsatz. So, Leute, Gil. Ich weiß nicht, darf ich Gil einen Bussi geben, aber ich glaube, Gil mag keine Bussis. Ich glaube dann natürlich ihn. Ich weiß nicht, darf ich Gil streicheln? Nein, ich streichle Gil auch nicht. Ich schaue ihn lieber grimmig an. Ich verbeuge mich lieber vor ihm. Ich glaube, das ist besser. 5, 4, 3, 2, 1! Die Spannung steigt, liebe Leute! Gilboy! Ist der Win! Squirtoria! Oder noch der alte Mann! Ah! Es beginnt schon mal gut, liebe Leute. Kein Servant. Kein Servant. Das ist immer ein gutes Zeichen. So, das ist schon mal ein Servant. Das ist schon mal ein Servant. Ist es ein Archer? Es könnte ein Archer sein! Es ist ein Archer! Werdet damit gerechnet. Oh, Leute. Hört ihr es? Habt ihr das arrogante Lächeln von Ariel gehört, liebe Leute? Das ist kein gutes Zeichen. So, noch ein Servant? AMC. Kesko! Und Leute, ganz ernsthaft, ich will so gerne einen Rainbow Sparkling haben. Ich glaube, seit 100 Jahren kein Rainbow Sparkling gesehen. Bloß kein blödes Double-Sided, Mann. Oh!
Leute, best ball. Ein MLB, ein Black Rail noch. Ein Black Rail noch, ein Black Rail noch. Dann haben wir MLB Black Rail, Mann. Oh, es ist schon mal ein guter Roll, es ist schon mal ein guter... Oh, nein, 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 nein. Komm schon! Ja! Nein, Junge! Es war so klar! Es war so klar! Oh, Leute, Mann! Es ist wie damals mit Ilya! Es ist wie damals mit Ilya! Dieses Haus ist jetzt so meins, liebe Leute! Liebe Leute! Es war klar, der alte Mann hat wieder sein Meisterverbrechen bewältigt. Papa ist home und es war eigentlich fast zu erwarten. Aber ich hab's euch so gesagt, Mann. Also GSSR, ich meine, Raikou war überraschend, wie gesagt, und inzwischen finde ich sie ja super. Aber sie war auch nicht oben bei meiner Prioritätenliste gestanden. 100 DOS Farmen! Oh mein Gott, Mann! Ich nehme aber gerne noch einen Case Cup. Ich nehme aber gerne noch einen Case Cup, wenn ihr noch einen übrig habt. Der war weiß das. Ist ein Black Ray. Best Papa ist hier. Aber Leute, ich hätte euch so sagen können, Mann. Ich hätte euch so drauf wetten können, dass es Moriarty wird, Mann. Es war so derbe klar, liebe Leute, dass es Moriarty wird. Also, ich sage, ich hätte Geld drauf wetten können. Na gut, liebe Leute. Aber Leute, ich meine immer ein Best Papa. Was soll man sich beschweren, Mann?